gestern gut in Oaxaca angekommen, haben uns in einem schönen Hostel einquartiert und heute ist der 31. Dezember, Silvester. Der letzte Tag in dem Jahr 2019. Und jetzt erkunden wir ein bisschen die Stadt, laufen ein bisschen durch die kleinen Gassen und so weiter. Ziemlich viel los hier, ziemlich viel Verkäufer mit allen möglichen Souvenirs und Kleidern und so weiter. Aber ja, eine ziemlich nette Architektur hier. Sieht alles ziemlich schön aus. Gucken wir mal, was es zu sehen gibt. Und heute Abend feiern wir dann Silvester. Genau, und am 3. Januar fahren wir weiter. Gucken wir mal, jetzt zeigen wir euch ein bisschen was von der Stadt und dann geht's zurück auf die Räder. So, wir sind wieder unterwegs. Wir sind gestern aus Oaxaca losgefahren, hatten ein paar ziemlich schöne Tage da, haben die Stadt erkundet und haben sogar auch noch die alte Hauptstadt des Zapotekenreiches gesehen, Monte Albán. Und ja, gestern Mittag sind wir aus der Stadt raus, Richtung Süden, bisschen in die Berge. Nächstes Ziel ist jetzt San Sebastián. De Rio Honda. Ah, de Rio Honda. Ja. Richtig, sehr gut. Da wohnen nämlich zwei Freunde von uns aus Deutschland. Die sind jahrelang durch Amerika gereist und haben sich da jetzt, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren oder sowas niedergelassen und ja, wohnen da jetzt. Und die werden wir besuchen, da werden wir ein paar Tage bleiben. Im Moment, ja. Bisschen bergig, bisschen hügelig. Morgen wird es auf jeden Fall ziemlich gut hochgehen. Auf 1300 Höhenmeter. Das Dorf ist genau auf der Spitze einer Bergkette. Natürlich. Es gibt Tacos zum Mittag. Eben in der Stadt in einer Tortilleria die Tortillas gekauft. Das sind die Maisbrote, die Fladen, die hier. Und ja, die belegen wir uns jetzt mit Mais, Bohnen, Chili-Salsa, Avocados, Zwiebeln, Tomaten, Paradieschen haben wir auch noch und Zitronensaft, ne? Ja, das ist ziemlich Klassiker hier. Mega geil. Vor allem hier so ein fetter Batzen Tortillas. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Boah, 20 Stück bestimmt. Für 10 Pesos, für 50 Cent. Ja, geiler geht's nicht. So, zuerst Bohnen. Und dann Chili Chipotle Salsa. Dann Mais. Ein bisschen abgießen muss. Gut, und dann Tomatos, Zwiebeln, das ist sehr gut, und dann Avocado, Soft. Und dann gucken wir, ob du das noch zusammengedreht bekommst. Genau. Bei der ganzen Menge jetzt im Belag. Ja, ein Käppchen. Zusammenrollen.
zwei oder eins? Vielleicht mit zwei, ja. Ja, fast. Kleines Stückchen. Jetzt für dich, ich mach mehr. Sehr gut. Nimm noch ein. Nimm. Okay. Ja. Sehr gut. Bienvenido, San Sebastian, Rio Hondo. Oh, jo, wir haben es geschafft. Das war ziemlich steil zwischendurch. Aber jetzt sind wir ganz oben auf dem Berg angekommen. Wir fahren jetzt erstmal zu unserer Unterkunft. Quasi ist ein Airbnb, was die irgendwie hier im Dorf gemeinsam irgendwie haben. Ich weiß nicht, da ist noch... Ja. Mindestens eine Person mehr irgendwie involviert, ein Ausländer mehr, also zu fünft sind sie auf jeden Fall irgendwie. Halt unsere beiden Bekannten, jeweils mit Freund. Und dann unser Airbnb-Mann. Keine Ahnung, werden wir nachher alles sehen. Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir den Weg finden, genau. Ab dafür. Gut, hier ist unser Apartment. Eine Lehmhütte mit unserer Küche, unserem Schlafzimmer, unserem Kühlschrank, unserem Esszimmer und unserem Kaminzimmer. Den hatten wir gestern Abend schon an. Hier in dem kleinen Dorf San Sebastian, Rio Hondo. Da ist unsere Dusche und Toilette, sogar mit Solar, mit heißem Wasser. Da ist unser Waschbecken. Ziemlich cool. Gestern sind wir angekommen, haben schon alle getroffen. Das sind, ist quasi eine Gruppe mit, also drei Familien sind es quasi. Einmal halt unsere beiden Freundinnen jeweils mit Partner und einmal der Airbnb-Host mit seiner Partnerin. Noch ein bisschen früh. Und... Ja, die wohnen hier alle in dem Dorf und die haben sich vor einem Jahr ungefähr ein großes Stückchen Land gekauft, noch außerhalb des Dorfes. Und ja, da haben sie halt eine Vision, so, ja, halt, oh, irgendwie so was Riesengroßes aufzubauen, halt so ein Retreat und irgendwie mit Coworking, mit so Werkstätten und so weiter, dass man da alles Mögliche irgendwie einfach machen kann. Ne? So, ja. Wie soll man das denn jetzt so in einem Wort beschreiben? So eine Art, so eine kleine Community. So eine Community, ja, genau. So eine Community, genau. Sowas, ne? Ja. Also, ja, eine richtige Gemeinschaft. Und das ist so deren Vision. Und ich fange jetzt langsam an, das Ganze umzusetzen. Das Erste, was sie jetzt gemacht haben, ist halt eine Werkstatt gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Holzwerkstatt, in der sie dann halt größere Sachen realisieren können. Und ja,
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fahren mit der ganzen Bande jetzt gleich zu deren Land und gucken uns das da an. Also hier wird jetzt der Holzworkshop gebaut. Und das ist alles das Land. Halt an so einem Berghang. 4 Hektar Land haben sie hier. Nach oben alles hin. Da oben sind so ein paar Plätze für 3 Häuser quasi. Für die 3 Familien. Hier dann so ein Holzworkshop. Hier Gewächshaus nachher. Und unten ist es so ein bisschen flacher. Da gehen wir gleich nochmal hin. Da soll dann so ein bisschen Community-Küche, Feuerstelle, auch Felder und Gärten. Noch weiter unten dann so ein bisschen so Tempel und Meditationsräume und so weiter. Das sind halt, ja, 6 Leute. Und sie haben hier noch ein paar Arbeiter aus dem Dorf angestellt. Die helfen denen hier quasi. Und ja, auf jeden Fall schon definitiv ein ziemlich ehrgeiziges Projekt, würde ich sagen. Das wird ein paar Jährchen dauern, bis das fertig ist. Ah, jetzt gehen wir gerade nach unten. Da gehe ich einmal mit. Und, aber, ja. Sieht schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Jetzt gehen wir einmal nach unten. Gucken, was da los ist. Die ganze Bande. With them and they will start to build here kitchens. Yeah. Yeah. Yeah, that's what I thought. We will do with this volunteer. Yeah. That's their work, kind of. And I think what you need, I think it's more where they can, but they won't camp in the kitchen. No. So I think we need to find another space. Yeah, I think also. But maybe we also need to find a space where they kind of can camp. Yeah. Mitten im Dschungel. Mega geil. Boah, ja, cool. Krass, guck mal, echt, ey. Was haben die hier schon? Fettes Tipi. Wie geil, oder? Da ist bestimmt noch so ein. Von unten. Wow. Boah, hier kann man schon ganz cool drin pennen, glaube ich. Oder? Nice. Okay, wir sind jetzt noch bei dem Haus von einer unserer Freundinnen hier immer noch in dem Dorf. San Sebastian de Rio Hondo. Das ist die Küche. Und hier vorne ist das richtige Haus. Und ja, wir haben uns hier noch ein bisschen hingesetzt, haben noch ein bisschen das Internet genutzt, ein bisschen gearbeitet. Wir sind jetzt alleine hier, aber ja, jetzt haben wir fertig gearbeitet. Und jetzt geht's weiter. Ja, so sieht das hier drinnen aus. Sehr, sehr einfach, aber ja, sehr, sehr nett. Da hinten ein Bett, hier noch eine kleine Küche. Ja, da hinten, wie gesagt, in dem anderen Haus eine etwas größere Küche. Und ja, jetzt geht's weiter. Was meinst du? Kannst du hier wohnen? Würdest du hier wohnen? Jo. Schon, ne? Ja, ist schon sehr schön quasi. Mitten in der Natur. Mitten in der Natur, so ruhig und ja, so hell, warm. Sehr, sehr einfach, spartanisch. Aber das Krasse ist halt, also die mieten halt diese Hütte hier. Am Rande des Dorfes, also das Dorf ist ja, ein kleines Stückchen in die Richtung, ein paar hundert Meter, da sind die nächsten Häuser. Aber die Miete für dieses Haus sind 25 US-Dollar pro Monat. Das ist doch krass, oder? Und dazu kommt 25 Dollar Internet pro Monat und 5 Dollar gesagt, ja. Für 2 Monate. Ja, also irgendwie, ja. 50 Dollar, irgendwie gute 50 Dollar, also was weiß ich, ja. Mit Strom lass es irgendwie 50 Euro pro Monat sein.
Und dann musst du dir nur noch Essen kaufen. Ich meine, jetzt kannst du hier easy für 100 Euro im Monat leben. Ich meine, wenn du dir Reis und Gemüse auf dem Markt kaufst, gut. Dann kauft ihr halt noch irgendwie ein paar Luxusprodukte und sind es halt 200 Euro im Monat. Schon mega nice. War eine tolle Zeit hier, waren 4 Nächte jetzt hier. Oder 5? Nee, 4 Nächte. 4 Nächte, ne? Ziemlich cool. Ja, jetzt geht's wieder auf die Räder. Noch ein Video fertig bearbeitet hier. Und ja, jetzt geht's noch weiter in die Berge, noch wieder wahrscheinlich zu abgelegeneren Dörfern. Noch mehr in die Natur. Ja, ziemlich cool. Wir werden sehen. Da sind jetzt ein paar tausend Meter runtergefahren und ein paar tausend, 1000 Höhenmeter sind wir runtergefahren und man sieht echt, wie krass sich die Natur ändert. Da hinten sind wieder Kakteen, überhaupt keine Pinien mehr, ne? Ja, und welche anderen? Mehr braun wird mehr, viel brauner, ja. Langsam. Da hinten in die Richtung geht's weiter. Sieht's echt schon. 6 Grad wärmer hier, ja. Boah, ziemlich geile Strecke, oder? Die Straße erinnert mich ein bisschen an so einen Mix aus Kirgisistan und Tadschikistan. Gleich wegen der Schotterpiste, aber auch die Landschaften. Ja. Und nichts los hier. Und ja, man kann sich Zeit lassen. Man kann einfach durchfahren und links und rechts gucken. Weiß ich nicht. Glaube nicht.
kleines Stückchen flach jetzt, aber ich glaube, da hinten über den Berg müssen wir auch noch irgendwie rüber. Boah. Oh, wow. Eine Eiche, glaube ich. Oder? Ist das eine Eiche? Die Route haben wir jetzt die letzten Tage geplant. Also wir sind jetzt von San Sebastian, Rio Hondo, Richtung Nordosten unterwegs. Quasi, ja, ich habe eben schon zu Helga gesagt, heute ist eigentlich die Bergab-Etappe. Ja, sah zumindest auf der Karte so aus. Aber ja, wenn man 1000 Meter runterfährt, dann sieht man es nicht wirklich im Höhenprofil. Wenn es dann nochmal 100 Meter oder 200 bergauf geht, das verschwindet. Mal gucken, wie es sich jetzt entwickelt. Ich glaube, auf jeden Fall werden wir erstmal ein paar Kilometern schon wieder auf Asphalt kommen und dann ein bisschen auf Asphalt wieder unterwegs sein. Und dann wieder in die Berge. Dann kommen die Bergetappen. Und ja, dann gucken wir mal. Sind bestimmt schöne Dörfer da. Ja. Uiuiui. Sieht ja sogar auf der Kamera echt gut steil aus. Normalerweise sieht man das auf der Kamera nicht, wenn es steil ist. Vamos, vamos. Nur eine kleine Show. Echt mega geniale Landschaften. Ziemlich in der Wildnis hier. Vorne kommt jetzt gleich eine kleine Stadt. Wieder auf Asphalt, vorerst zumindest. Sind in San Cristobal am Atlan angekommen. 5148 Menschen wohnen hier. Jetzt gucken wir nach einem Laden. Muchas gracias. Disculpe. Buenas tardes. Wir haben es jetzt auf die Hauptstraße geschafft. Und wir sind in einem, naja, etwas größeren Dorf gleich. Da kaufen wir ein bisschen ein, holen Wasser. Danach geht es auf jeden Fall ein bisschen wieder abseits von Dörfern. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, was hier passiert ist. Irgendjemand hat sich auf jeden Fall das Straßengeld geschnappt. Weil
keine Ahnung, wir sind heute Morgen auf irgendeiner geteerten Straße gefahren. Das war eine echt kleine Straße und das hier ist eigentlich wirklich die Hauptstraße, die hier so einmal quer irgendwie echt viele Dörfer verbindet. Und ja, hier ist auf einmal kein Asphalt mehr. Das Straßengeld ist zurück. Juhu. Boah, die ist wirklich ziemlich gut. So habe ich es mir eigentlich auch die ganze Zeit vorgestellt. Das ist halt echt als Hauptstraße. Gerade in so ein mega schönes Tal hinein. Da unten ist ein Fluss. Da kommen wir gleich an. Da vorne irgendwie. Da machen wir Pause und dann geht's auf der anderen Seite des Tales wieder bergab. Man sieht gar nicht, wie hoch das ist. Da hinten, da sind wir noch ein paar Berge. Da müssen wir ganz rüber. Irgendwie 600, 700 Höhenmeter wieder hoch, glaube ich. Aber es ist mega schön. Nur der Weg hier. Keine Leute. Ah, da hinten ist ein kleines Häuschen. Gucken, ob da eigentlich jemand drin ist. Wo haben wir? Genau, ich guck, glaube ich, da vorne gibt es einen Weg, oder? Oh, eiskalt. Wow. Wow. Ah, kalt. Jetzt gerade auf einen anderen Straßenabschnitt gekommen und hier gibt es jetzt Asphalt. Das bedeutet jetzt, dass wir vielleicht noch ein bisschen sauberer filmen können und es noch weniger Verwacklung gibt, obwohl der Bildstabilisator in der Kamera halt absolut mega krass ist. Da gibt es auch auf wildesten Schotterpisten kaum Verwacklung, aber ja, hier können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen sauberer filmen. Es geht auf jeden Fall gleich ein gutes Stückchen bergab, 1000 Höhenmeter. Ja, gucken wir, was wir da noch gefilmt bekommen. Ja. Hier endet unser Tag. Wir haben uns ein Hotelzimmer gegönnt heute für 200 Pesos. Ja, für also 10 Euro. 10 Euro. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.